Wie jetzt? Haben sie nicht mitbekommen, oder was? Ich kann dir schwören, ich hab was gesehen. Nein. Ratten vermutlich. Ja, genau. Auch wenn ich in dem Szenario eine bin. Ah, der Typ guckt hier gerade genau her, aber jetzt bin ich erstmal in Sicherheit. Ah, dass eine Sprengladung angebracht wurde, das haben sie natürlich nicht mitbekommen. Ach ja. Natürlich tust du das. So, warte mal, jetzt kann ich auch mal speichern. So, einer weniger. Wie jetzt? Willst du mich verarschen? So, ich hoffe nicht, dass der mich jetzt entdeckt. Weil komischerweise haben die ja hier einen Scanblick. Wie haben die das bitte mitbekommen, dass hier einer weg ist? Na gut. So, komm mir nicht zu nah. Ah, okay, alles klar. Der hat seinen Verdacht abgelegt. Mal theoretisch könnte ich mich auch ranschleichen jetzt an ihn. Hoffentlich passiert bald mal was. Ja, du wirst ein blaues Wunder erleben. Oder beziehungsweise die Waffen, die ihr bewacht. So, suche vorüber. Also kann ich erstmal speichern. Und dann mache ich mich mal in die Rucksackladung ran. Die donner ich jetzt nämlich einfach weg. Ich hoffe, ich gehe dabei nicht selber drauf. Ah, ich hätte die natürlich auch gleich zünden können. Das wäre natürlich lustig gewesen. Uah! So. Natürlich kann ich jetzt nochmal einen Stein werfen. Ah, ne. Passt gerade perfekt sozusagen. Jetzt gucken nämlich alle weg. So, jetzt wundern sich natürlich alle, wo hat er diese Rucksackladung her? So, Abt überprüfen und hier Konvoi rufen. Wo bin ich denn jetzt? Ich muss mich theoretisch... Ach du Scheiße. Ich müsste theoretisch einmal zurück und mich... Von hier sind natürlich alle. Krass. Warum sind jetzt hier alle alarmiert? Verstehe gar nicht, warum. Theoretisch, ich guck mal, ob ich mich hier lang kämpfen kann, aber ich bezweifle, dass das da alles offen war. Wo ist denn das? Ach, da oben ist das eigentlich. Na gut, nee, da komme ich nicht hoch. Na gut, dann muss ich den ganzen Weg wahrscheinlich erstmal einmal rumgehen. Oh, scheiße. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das war ja doof gewesen. Alarm! So, speichern. Habe ich gar nicht gesehen, dass da Minen lagen. Das haben sie natürlich schlau gemacht. Ach, da vorne ist der Fiesling. Ist wahrscheinlich nicht die einzige. So. Sieht brauchbar aus. Jo, da hast du wohl recht. Der Feind sucht. Der Feind fühlt sich so sicher, dass er suchen geht. Da vorne liegt die nächste. Huch. So, die hätten wir auch im Sack. Dann sind wir ja eigentlich... Ah, alles klar, da steht sogar die Warnmeldung. Ah, geil, hier ist die nächste. Und ich glaube, das müsste dann auch die letzte sein. Ah, die sind echt fies versteckt. Also wenn du... Volltreffer. Wenn du einfach losstürmst, dann wirst du da richtig kalt erwischt. Ja, und dann... Dann wirst du natürlich voll weggebombt. So, er ist der Nächste. Der jetzt natürlich auch genau hierher kommen muss. Ich habe natürlich Unterschallmunition fürs Scharfschützengewehr noch, aber ich muss ehrlich sagen, ich will ihn nicht verquasen. Aber er haut doch gerade ab, also sprich, er hat unsere Gebete erhört. Ich habe das Gefühl, der kommt jetzt hier wieder zurück in seinem Dreiecks, in seiner Dreiecksbewegung. So. Nein, scheiße. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass der sofort wieder zurückkommt. So, ich muss nur ins Gebüsch kommen. Hey. Nichts passiert, alles gut. So, ich verstecke mich jetzt erstmal im Gebüsch und dann gucke ich mal, wo ich jetzt die beste Route oder die schnellste Route einschlagen kann. So, ich bin hier, ich bewege mich theoretisch nur, ich weiß gar nicht, ob ich hier durchkomme, theoretisch muss ich mich nur hier lang
schlängeln und dann bin ich eigentlich schon so gut wie da. Also wie es aussieht, komme ich da ganz entspannt lang. La 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 la, Gebüsche sehe ich gern. Ich freue mich so sehr. So, dann haben wir sogar gleich eine erhöhte Position. Was muss ich da jetzt nochmal machen? Da muss ich jetzt den Konvoi rufen, genau. Also so viel, so wenig Leute. Die sind dann meistens gebündelt auf einem Haufen, wo keiner Bock drauf hat. So, da ist eine. Hier habe ich noch einen gesehen. Da ist noch einer. Insgesamt sind da 2, 4, 6, 7 Leute. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn da ungeschadet reinkommen? Ich meine, ich könnte die natürlich alle nach und nach wegsnipern mit meiner Unterscheidmunition, aber ich weiß nicht, ob das so Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist. Theoretisch muss ich da nur hochkommen. Bin ich jetzt im Schatten hier eigentlich unsichtbarer als sonst? So, ich speichere erstmal. Dann habe ich nämlich noch eine andere Idee, weil ich da gerade ein Gebüsch sehe. Dann kann ich nämlich mich erstmal an den ran schleichen. Und dann kann ich ja versuchen, hinten hochzukommen. Mich zu erheben quasi. Hm? Mist, der guckt ja die ganze Zeit hierher. So ein Affe. So, warte mal. Dann versuchen wir es anders. Moment. Da habe ich noch jemanden entdeckt. Jede Person, die hier mehr markiert ist, umso mehr, umso besser. So. Jawohl. Schau, dass man nicht pfeifen kann, wie bei Assassin's Creed. So, da hinten rennt noch einer. Mal gucken, ob ich den noch schnell drauf kriege. Na klar, stellt sich so extra hin für mich. So, jetzt haben wir doch fast alle drauf, oder nicht? Ein, zwei noch. Und bei dem Rest kann man sich jetzt denken, wo die herumwandern. Also so halbwegs. So 100% kann ich das auch nicht. Hm, der beste Weg wäre echt da oben durchs Fenster und dann irgendwie im Haus so ein bisschen aufräumen. Aber ich glaube auch, da kann die Waffe noch so schallgeschützt sein. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel. Weil es gibt immer irgendwelche, die da spitz sind und das hören. Komischerweise. Da Ihmchen zum Beispiel. Ich glaube, das würden die sofort mitbekommen. So, kann ich mich hier durchschleichen? Nö. Willst du mich komplett verarschen? Okay. So weit, so schlecht. Mist. Töte alle Soldaten im und um den Burgberg herum. Ach du Scheiße, wo war denn das? Das ist bestimmt hier, wa? Kapo töten, Abt überprüfen. Waffe zerstören und... Ach hier, Soldaten töten. Ich habe nämlich erst Soldat gelesen. Da habe ich mir gedacht, naja, präziser geht's nicht. So, der Typ kam rüber. Und dann kam er hier wieder zurück. Neues Ziel. Achso. Warte mal ganz kurz. Theoretisch könnte man ja echt mit der Sniper so ein bisschen arbeiten. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt hier irgendwen wegsnipern sollte, dann wird natürlich, gibt es ein Großaufgebot. Und dann wird die ganze Sache hier noch spannender. Aber ich glaube, jetzt gerade ist die Situation ganz gut, weil der da hinten verpisst sich nämlich. Der kommt zwar jetzt hierher. Der guckt nämlich schon auf mich. Ach, jetzt kommt er wieder. Eine Leiche. Gute Voraussetzung. So, jetzt mache ich mich erstmal ran. Ey, geil, das hat super geklappt. Der da hinten guckt vielleicht noch. Das ist alles. Aber jetzt erstmal speichern. Das müssen wir ausnutzen. Ey, geil. Der da vorne macht mir noch ein bisschen Kopfschmerzen, aber der kommt, glaube ich, erstmal nicht hierher. So, jetzt muss ich auch aufpassen mit Geräuschen. So, ist hier noch wer drin? Nee, ne? Ist nur er hier. Ich will jetzt ungern schnell speichern.
Der muss doch hier mal herkommen, oder? Gut, der guckt jetzt hier, glaube ich, nicht hoch. Tja, er wartet da die ganze Zeit. Mal gucken. So, warte mal, theoretisch kann ich einen Nahkampf machen. Lautloser Kind. Willst du mich verarschen? Vor allem so ganz kurz vorher. Lautloser Kill? Nö, ist nicht. So. Ein Geräusch. Willst du mich doch verarschen? Wozu gibt's denn den lautlosen Kill, wenn er es eh hört? So. Natürlich. Lautloser Kill. Ein Geräusch. Weißt du was? Dann kill ich den einfach mit dem Dings. Mit der Pistole ist ja scheinbar ruhiger, als wenn ich den mit einem Messer umlege. Warte mal, was lag denn dafür? Achso, eine Luger. Stimmt, die war ja besser als meine Schallgedämpfte, aber für meine Situation reicht's. Aha, also ist im Nebenzimmer auch noch ein Scharfschütze. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt speichern soll. Bei Ihmchen ist auch noch hier. Gut. Sie ragen nicht aus dem Fenster raus. Ach du Scheiße. Hallo. Hast du für eine knarrende Springfield? Alter, stell dich doch nicht so offensichtlich ans Fenster. Zieh den doch wenigstens weg. So. Okay, mal gucken, ob der Unterschallmunition hat. Oh, das würde mich freuen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Gewehrmunition. Na gut, denn scheinbar nicht. Mehr finde ich nicht. Ja, ja, habe ich schon mitbekommen. Mit deiner Radiomoderatorenstimme. So, interagieren. Jetzt muss ich nur noch auf den Konvoi warten. Ich brauche einen guten Beobachtungsposten. Was? Verlangt nichts Unmögliches von mir. Ja, ja, gute Frage. Beobachtungsposten. Was ist das? Muss ich jetzt einfach nur... Also die kommen auf jeden Fall her. Ja, gut, das sind jetzt unsere. Hier ist auch ein Laster. Warum fahren die nicht hier rum? Ist doch, denke ich, eh nur ein Transport, oder? Egal, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ob ich den jetzt irgendwie beschützen muss. Egal, gucken wir mal, was dabei ist. So, da hat mich gerade kurz noch wer gesehen. Aber erstmal speichern. Hui. So, ich bin mal gespannt, was jetzt hier vorbeigefahren kommt. Aber die fahren ja sofort los, scheinbar von da. Also, wie kann ja da nicht los sein, wenn da der Konvoi... Ach, alles klar, jetzt weiß ich, was das für ein Konvoi ist. Das sind feindliche. Die Frage ist nur, was ich mit denen jetzt anstellen soll. Soll ich die irgendwie hochjagen oder... Warten wir mal, die sind ja gleich da. Hier ist das nächste Abt. Aber hier ist auch scheinbar eine Brücke oder ein Eingang oder so. Okay. Da kommen sie. Aber die muss ich echt zerstören, glaube ich. Alter. Das würde auf jeden Fall lustig werden. Ich speichere mal ganz kurz, ich will nicht mal was ausprobieren. Ich habe ja hier so eine schöne Tellermine. Warte mal, gewöhnlich, zweite Aktivierung, gewöhnlich. Alter, ich glaube, ich bin ein bisschen nah dran, aber das ist ja erstmal scheißegal. Ja, das sind scheinbar wirklich feindliche. Ne, gucken wir mal, weil wenn nämlich der Erste einen Arsch hochreißt, dann sollte er theoretisch... Dann sollte ja eigentlich der Rest stehen bleiben, aber es hat nicht so gut geklappt. So, warte mal. Nein, ihr habt nichts gesehen. Vorhin aber auch gleich alle drei, die ich nicht umgenietet habe, glaube ich, ne? So, gucken wir mal. Vielleicht fährt er jetzt drüber. Hoffe ich zumindest. Ich will wahrscheinlich eh nicht speichern. Heilige Scheiße. Nimm den Helm mit gestohlenen Kunstwerken. Da flattern die Kunstwerke. Ach du Scheiße.
So, das war einmal die Mona Lisa. Ach du Scheiße. Ja, okay, also der ist jetzt hin. Aber theoretisch kann ich die da hinten jetzt nehmen, weil die stehen ja. So, warte mal. Mission. Alter, die sind natürlich jetzt schön auf Zack hier. So, was haben wir denn hier? Nimm den LKW mit den gestohlenen Kunstwerken in den Zielfokus. Mist. Ich wusste nicht, dass ich den nicht hochjagen soll. Nein! Ach, leck mich doch. 55, hoffe ich jetzt einfach mal, dass das mein Speicherpunkt war vorher. Ja, genau, da kommen sie. So, da ist das gewohnte der gewohnte Laster. Oder das gewohnte Laster. Bingo. Die Mafia wartet auf mein Signal. Ich muss zur Klosterglocke. Zur Klosterglocke? Ach du Scheiße. Wo sind die? Klosterglocke. Klosterglocke ist hier hinten? Ne, Waffen zerstören. Ah, hier, Glocke läuten. Okay, alles klar. Dann kommen wir da ja eh noch hin. Aber jetzt sollen sie erstmal hier vorbeifahren, ganz in Ruhe. Weil dann verpiss ich mich nämlich. Ganz still und heimlich. So, ich hoffe nicht, der guckt jetzt in den Rückspiegel. Ah ja, guten Rückspiegel hat er. So. Oh, ich mag das Geräusch, wenn man in Verstohlenheitsmodus ist, sozusagen. Hier habe ich doch gerade noch einen gesehen. Das Spiel gönnt mir auch. Oh, Feind markieren. Geil. War hinterm Gebüsch versteckt. So, da sehen mich gerade Leute rennen. Aber das hat sich auch schnell erledigt. Guck mal da, der eine, den habe ich nämlich noch nicht gesehen. So. Was haben wir da? Da haben wir noch ein Fass. Okay, jetzt das nächste Abt überprüfen. Oh, weia. Ah, hier wird es natürlich schön beobachtet. Von allen Seiten. Alter, wie schnell das geht. Gut, hier oben ist scheinbar niemand. Oh, außer da. Alter, aber instant. Okay, da muss ich wahrscheinlich rein. Da ist ja das Ab wahrscheinlich drin. So, ich glaube, dann wäre ich jetzt das erste Mal unterscheiden. Obwohl, nee, da ist noch einer hinter. Der wird natürlich dann perfekt alarmiert. Alter, hier ist ja richtiges Aufgebot, wa? So, Leichnam gefunden. Wo jetzt? Achso, da hinten. Ja, gut. Sind nicht ganz so up to date. Ich bin nämlich schon weg. Aber nicht so wild. So, da hinten. Und hier. Dort und dort. Wo? Ach, da hinten. Mist, den habe ich gar nicht gesehen. Und hier vorne waren, glaube ich, auch noch genug. So, da ist einer. Der hat auch einen Karabiner. Ja, ich glaube nicht, dass er ein Scharfschütze ist. Alter, stellt sich auch immer sofort auf. La la la, ich hoffe nicht, dass die hier hochkommen. So, der hinten haut jetzt ab. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal zwei Leute noch markieren. So. Okay, dann erstmal speichern. Ich muss da niesen. Boah, Hilfe. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich habe jetzt hier im letzten Moment nochmal Mikro ausgedreht. So, weißt du was? Natürlich. Siehst du, Kinder? Deswegen sollte man im Krieg einen Helm tragen. Mist. Ich glaube, das ist keine so gute Idee, das jetzt hier mit der Handwaffe zu machen, oder? Und ich glaube, wenn ich den jetzt hier nämlich... Ah, natürlich. Gleich alarmiert. Okay, gut. Dann lassen wir den jetzt erstmal ziehen. So um die 5 Minuten ziehen lassen. Und dann genussfertig zu sich nehmen. So, warte mal ganz kurz. Ich mache nochmal ganz kurz mein Mikro leise. So. Dann können wir jetzt hier auch, glaube ich, theoretisch... Ah. Ein Offizier. Ich weiß nicht, können wir den jetzt hier erstmal... Ja, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ja, natürlich. Mist. Ah, ist alles nicht so einfach hier.
Weiß auch gar nicht, wo das Abt sein könnte. Das könnte natürlich... Ah ne, hinten kann es nicht sein. Ich glaube, das ist außerhalb des Radiuses. Ich glaube, ich müsste nur hier theoretisch mal reinkommen. Weil drinnen sein tut da, glaube ich, keiner. So. Nu. Nunu. Wie man hier sofort gesehen wird, das ist voll unfair. Wie soll man denn hier vernünftig seine Mission ausführen? Alter. Das war scheiße knapp gewesen. Scheiße. Leck mich doch am Sack, ey. Alter, muss erstmal vernünftig klarkommen. Ich glaube, wenn er rennt, sind wir es dann noch schneller entdeckt. Ja, natürlich. Hä? Von wem denn? Oh, von gar keinem. Okay. Alter, was machst du? Bist du denn des Wahnsinns? So, ich guck mal, ob ich den jetzt so ausgeschaltet bekomme. Ich glaube, das ist aber sowieso keine gute Idee, den auszuschalten. Ey, geil. Dich wird keiner vermissen. Sagt er ja, glaube ich, bei Just Cause immer. La la la, egal wie ich den verstecke, er wird sowieso entdeckt. Ein Geräusch. So, Loading nach. Und dann haben wir das Abt gefunden. Laut Tagebuch des Offiziers steckt hinter dem Abt mehr als gedacht. Gut zu wissen. So, ich frage mich, ob der Leichnam da entdeckt wird. Und ich frage mich, ob der Typ jetzt hier auch noch reinkommen muss. Unbedingt. Natürlich. Aber eigentlich... Na, na klar. Mist. Wo war ich denn jetzt gespeichert? Ah, alles klar. Geil. Kann ich den ja vielleicht... Ey, cool, was liegt denn hier rum? Nö, nö, alles gut. Alter. Sind die ja sofort... Boah, fette Panzerfaust. Krass. Lohnt die sich, die mitzunehmen? FG, weißt du was? Die nehme ich mit. Scheiß drauf. Willst du mich verarschen? Wir hatten, hä, wie haben sie das jetzt entdeckt? Ein Verletzten? Verletzung ist aber ganz schön hart. Dafür, dass es nur ein Verletzter ist. So, die rennen jetzt hier natürlich achten. Dann kommen wir natürlich rein. Oh. Wie willst du das machen? Warte mal. Spiel laden. So, 3. Ah, alles klar. Hier war die Welt noch in Ordnung. Beeil dich, Mann. So. Ach, natürlich. Er sieht das da oben. Hallo? Ah. Ah, das ist jetzt echt doof, die Situation. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier reinkommt. Ich meine, im Moment sind sie noch auf Fragezeichen-Modus. Theoretisch muss ich mich nur erstmal verstecken. Und jeden Einzelnen, der hier reinkommen will, müsste ich theoretisch nur entsorgen. Aber wie es scheint, sind die ja sowieso... Ah gut, er haut jetzt ab. Schön. Na gut, dann lasse ich jetzt erstmal so. Ich meine, die Situation ist ja nicht aussichtslos, wenn ich jetzt hier schnell speichere. Das habe ich auch schon öfter... hinter mir in Spielen, dass wenn man dann schnell speichert, dann sozusagen einmal seinen Spielstand versaut hat. Guck mal, er ist richtig auf Zack. Der will losrennen.
Alter. 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 Ich meine, die kommen jetzt natürlich schön her. Alter. Na gut, ich meine, die haben mich hier natürlich als letztes gesehen. Scheiße, jetzt muss ich warten. Ja, ja, interessiert keinen. Solange sie jetzt sich im Gebüsch suchen, ist ja erstmal alles gut. Warte mal, ich kann ja auch einen Stein werfen. Ich hab was gehört. Geil. Aber der ist natürlich jetzt hier auch. Ah, Mist. Gut, rennt jetzt erstmal da hinten alle hin. Ah, das ist das Gute am Stein, siehst du. Habe ich natürlich noch nie so 100% ausgenutzt. Jetzt stehen sie da oben alle. Haltet bloß die Augen offen. Verpisst euch hier von meinem Gebüsch. Hier ist nichts. Ich höre doch hier schon wieder irgendein maschinelles Geschoss. Oder Geschöpf. Ah ja, hier, Panzer 3, war mir klar.